Ja, wir haben hier die Ankerwinde. Da haben wir noch einige Reparaturen durchgeführt. Einmal in der Fundamentierung, was so heißt, also mal, das ist ein Spill. Da werden die Leinen mit aufgeholt. So, und da kommt natürlich starke Beanspruchung drauf, wenn das Schiff anlegen muss, werden die Leinen geholt. So, und da war das Fundament durchgerostet hier für diesen Spillkopf. Und das war das schwierig, damit wir die Ankerwinde nicht auseinander müssen, um dieses Fundament neu zu machen oder teilerneuern. Da haben wir dieses abgefangen, das Spill, damit sich das beim Montieren oder bei der Demontage und bei der Reparatur nicht verzieht. So, da mussten wir ganz vorsichtig vorgehen und haben hier ein neues Fundament untergebaut. So, das sind Einzelteile aus Stahl, die dann nach und nach unter dieses alte Fundament gebaut wurden. Wurde teilweise rausgeschnitten, Teil erneuert, wieder rausgeschnitten und wieder erneuert, damit wir hier keinen Schweißverzug reinkriegen in diese Wellenlager. So, das haben wir auch Backbord und Steuerbord gemacht. Das ist jetzt soweit abgeschlossen, muss noch ein bisschen geschweißt werden. So, und dann machen wir eine Funktionsprobe und hoffe, dass das dann funktioniert. Und dann werden wir das auch dem GL vorführen, dass die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden. So, da haben wir vorne noch vor der Ankerwinde waren starke Abrostungen. Das heißt, hier mussten wir teilweise Knie oder Stützbleche für die Fundamente erneuern. Das kann man hier sehen, da wurde ein neues Blech eingesetzt. Auf der anderen Seite, so, das ist natürlich, wenn der Anker zu Wasser geht, kommen hier sehr starke Kräfte auf, die natürlich dann, wenn der Anker zum Stoppen kommt oder wenn das Schiff sich zieht, dass das Fundament stabil ist und auch eben dementsprechend hält. Das ist eigentlich die Instandsetzung der Ankerwinde hier. We'll be right back.